Das BSW in Thüringen hat auf die Kritik von der Bundesspitze reagiert. Und was soll ich euch sagen? Diese Reaktion sieht ganz und gar nicht gut aus. Sarah Wagenknecht und viele andere hochrangige BSW-Politiker hatten ja die Einigung zwischen BSW und CDU kritisiert, da das BSW sich in so gut wie gar keinem Punkt hatte durchsetzen können. Also das BSW hat alle Punkte abgeräumt. Es trägt in Thüringen eine neoliberale Austeritätspolitik mit. Der Verfassungsschutz soll mehr Geld bekommen. Es soll mehr Geld für Demokratieförderung geben, also fürs Vorfeld von SPD, Grünen und CDU, für irgendwelche transatlantischen Thinktanks. Und davon war die BSW-Bundesspitze ganz und gar nicht begeistert. Und zu allem Überfluss haben die Thüringer es dann nicht mal geschafft, die Friedenspräambel in den Koalitionsvertrag hineinzuverhandeln, was dann wirklich der Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und da hat die Bundesspitze gesagt, erstens, ihr müsst diese Friedenspräambel da reinkriegen, sonst könnt ihr keinen Koalitionsvertrag unterschreiben. Und zum anderen muss bei landespolitischen Themen nachverhandelt werden. Es kann nicht sein, dass 1,3 Milliarden Euro eingespart werden sollen, aber der Verfassungsschutz dann mehr Geld bekommt. Also das verträgt sich ja hinten und vorne nicht. Nun ja, und jetzt hat das BSW Thüringen, zumindest wenn man den Berichten dieses Tagesschau-Journalisten hier glauben kann, auf diese Kritik reagiert und die Reaktion, die sieht ganz und gar nicht gut aus. Also Katja Wolf und Steffen Schütz, die scheinen vollkommen uneinsichtig zu sein. Also der Journalist, der das hier gepostet hat, heißt Thomas Vorreier, der macht Berichte für die Tagesschau. Also das wird wohl einigermaßen. Ja, das wird wohl stimmig sein, was er hier postet. Aber schauen wir uns mal den Text an. Wie hat das BSW Thüringen nun auf diese Angriffe aus dem Bund reagiert? Erfurt, 1. November 2024. Der Landesvorstand des BSW Thüringen hat sich in den vergangenen Tagen intensiv auf die anstehenden Koalitionsverhandlungen vorbereitet. Ziel ist es, für Thüringen eine stabile Regierung zu bilden und gleichzeitig die im Wahlprogramm formulierten Ziele in den zukünftigen Koalitionsvertrag einzubringen. Naja, im Sondierungspapier hat das ja schon nicht funktioniert. Ich hatte es gerade eben schon angesprochen. Insbesondere geht es um Frieden, denn nur er schafft die Grundlage für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung in unserer Demokratie. Die Bürgerinnen und Bürger sollen in einen breiten Dialog eingebunden werden, um den zentralen Forderungen des BSW noch mehr Nachdruck zu verleihen und einen gesellschaftlichen Konsens zu erreichen. Dabei nimmt der Landesvorstand die Beurteilung des BSW-Bundesvorstands hinsichtlich der Ergebnisse, die in den Sondierungsgesprächen erreicht wurden, sehr ernst. Sie bildet eine Grundlage für die Arbeit in den kommenden Tagen. Also ja, wir nehmen ernst, was die Bundesspitze sagt, führen die Verhandlungen aber trotzdem weiter. Also das ist bedenklich. Also, wenn die Verhandlungen zu einem erfolgreichen Abschluss geführt werden, dann sehe ich echt schwarz. Also, wir müssen dann den fertigen Koalitionsvertrag uns ansehen. Aber bisher hat die CDU ja wirklich null, wirklich gar keine Kompromissbereitschaft gezeigt. Wo die jetzt plötzlich herkommen soll, das erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht. Weitere grundlegende Forderungen des BSW Thüringen sind eine funktionierende Bildung, Zukunftsinvestitionen, die eine marode Infrastruktur verhindern. Und ja, da ist es schlecht, wenn man die Schuldenbremse in den Koalitionsvertrag bzw. ins Sondierungspapier schreibt. Die muss weg. Die Schuldenbremse, die muss weg, aber die steht schon im Sondierungspapier. Also, wenn der BSW Thüringen das hier ernst nehmen würde, was es da gerade geschrieben hat, dann müsste es die Verhandlungen eigentlich sofort abbrechen. Bezahlbarer Wohnraum im gesamten Land, ein Richtungswechsel bei der Migrationspolitik und der inneren Sicherheit. Außerdem geht es um die Stärkung der Bürgerbeteiligung in wichtigen Fragen. So hat die BSW-Fraktion bereits einen Antrag für einen Corona-Untersuchungsausschuss gestellt, der in einem Amnestiegesetz münden kann. Warum steht kein Amnestiegesetz im Sondierungspapier? Also wem schadet das? Also das wäre jetzt kein großes Zugeständnis, was von der CDU kommen müsste. Also das ist jetzt wirklich albern. Wir haben da was reingeschrieben, was, wenn die CDU und die Linke da mitspielen und die SPD, das kann dann in einem Amnestiegesetz enden, muss aber nicht. Alles kann, nichts muss. Also wenn mit so einer Einstellung in Verhandlungen reingeht, der erreicht logischerweise nichts. Also man braucht wirklich handfeste Zugeständnisse der CDU und dazu war die CDU offensichtlich nicht bereit. Das BSW Thüringen steht für einen Neustart in Thüringen. Dabei geht es um einen breiten Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern des Landes. Jetzt auch noch wunderschön gegendert. Also ich dachte eigentlich, das BSW würde dieses bescheuerte Gendern ablehnen. Sieht man beim BSW Thüringen auch noch anders. Ist ja jetzt auch egal. Ist ja jetzt auch egal. Darum soll es in diesem Video nicht gehen. Aber ja, die Verhandlungen gehen weiter. Wir machen das schon. Also das BSW Thüringen hat in der Vergangenheit wirklich gezeigt, dass man ihm nicht vertrauen sollte. Katja Wolf und Steffen Schütz scheinen überhaupt nicht darauf bedacht, das Parteiprogramm des BSW in irgendwie wiedererkennbare Art und Weise in so einen Koalitionsvertrag reinzubringen. Das haben sie beim Sondierungspapier bewiesen. Und jetzt sagen sie, ja, vertraut uns mal, wir machen das. Also das ist wirklich eine Nebelkerze sondergleichen. Braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Also diese Reaktion, die ist, glaube ich, für jeden BSW-Unterstützer eine einzige Enttäuschung.